Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Wir sind in Akt 5 angekommen mit unserem nächsten Bild sozusagen und wir haben im letzten Part auch angeschaut, von wo ich den habe. Ist halt einfach ein Solo-Cellphone-Spieler und ja, der hat mit Level 93 aufgehört. Wir können natürlich ein bisschen weiterkommen, deshalb müssen wir noch ein bisschen vorwärts machen. Genau. Jo. Also genügend Zeit haben wir noch, wo wir jetzt auch viel spielen können. Ich werde jetzt auf YouTube immer wieder so am Nachmittag oder am Abend Path of Exile spielen, damit ihr auch sehen könnt, ja, der Drago, der Livestream weiter und so. Jo. Und der Beta geht ja wirklich smooth, also werden wir gar nicht mal so viel spielen müssen, wirklich alle Gegner zu besiegen. Ja, und Mana haben wir jetzt auch so langsam genügend. Ist echt böse gemacht von den Entwicklern, so das Mana zu nerven. Aber gut, das war letzte Season ja eher das Problem gewesen als diese Season. Einfach so ein Totem kostet halt ein Ultra viel. Ist ein bisschen doof, dass man jetzt nicht zweimal da einen Toten machen kann und wenn man hinter einer Tür ist, dann nicht mehr einen Toten setzen kann, weil man einfach keinen Mana mehr hat. Aber gut. Trotzdem ein ziemlich OP. Und jetzt holen wir ja das gute Mana. 5 Mana pro Sekunde. Das lohnt sich schon sehr. Ich glaube jetzt noch einen dazwischen und dann gibt es diesen großen passiven Punkt. Knotenpunkt heißen die. Piety's science may aid in uncovering the truth of this world. Zwillingsgelbe Monster. Zwillinge. Okay. Ist ja heftig, wie schnell alle Monster geladet werden. Die werden einfach gelöscht. Ja, die Blitze machen leider viel Schaden. Wir haben, glaube ich, nur 23 Resistenzen. 17 nur noch. Okay, sehr, sehr wenig sogar. Ja, so langsam muss ich ja diese zwei Schadenswinge ersetzen, aber ich habe keine guten Mana Resistenzen Ringe. Leider. Okay. Genau, einen Punkt noch. Macht sehr viel Spaß, weil man muss ja eigentlich nicht gerade so viel zielen. Man klickt einfach manchmal auf den Boden und schon wieder alles deleted. Ah, da das Auto-Aim ist natürlich schon cool. Okay, jetzt sind wir fertig in diesem Gebiet. Mein Mana ist spent. Der hält schon recht viel aus. Also eben der Burst-Schaden, der ist noch nicht gut. Schauen wir gleich noch wegen der Rüstung. Müssen wir langsam bald ausrüsten dann. Wir brauchen aber mindestens 5 Sockel. Ne? Ja, sonst wollen wir einfach heute aus dem Kiel nehmen. Da die Juweler Orbs. Mal schauen. Was haben wir hier? 2 rote und
Also eine rote geht weg. Ja. Wird schon gut gehen, weil die Rüstung ist wahrscheinlich blau. Intelligenzrüstung. Hm. Ah, bringt gar nichts. Remember, we do this for freedom. So. 49, okay. Der Seelenmantel. Wir sind 46. Ja, dann machen wir doch mal. Zuerst natürlich Quality, dann wird die Chance erhöht, natürlich 6 Linke zu werden. Ich schaue jetzt mal direkt nach einem 6 Link. Komm schon, bitte. Immer einig. Unglaublich. Wir sind jetzt diese Blöden. Gib's mir. Mach ich immer sehr gerne. Nicht. Jetzt geht das einfach nicht besser. Remember, we do this for freedom. Wenigstens 5 Link, komm schon. Wieso sind die Chancen so gering, um irgendwas zu blocken? Ja, jetzt gibt es natürlich kein 5 Link, ich habe es direkt übersprungen. Ja, dann müssen wir aus dem Gegenwinter. Ich meine, nachher können wir die ganz gut farmen. Wird niemand vermissen, weil niemand eigentlich mehr spielt. Gott, und ist auch sehr langsam. Wir kriegen das hin. Ja, soll ich jetzt diesen... Ich will einen 6-Link. Sonst habe ich den 6-Link eigentlich immer sehr früh. Die Rüstung speziell, dass es so unwahrscheinlich ist. Keine Ahnung. Es ist immer 2 oder 3. Wow, 1, oh. Ja, jetzt haben wir das Problem, wir haben keine mehr. Ist da natürlich sehr gut gegangen. Der bringt nichts. Ich brauche irgendwie Resistenzen, sonst sterbe ich in nächster Zeit. Ich tue jetzt einfach mal die Resistenzen hier herholen. Und einen besseren Flask. Hm. Genau. Mehr Resistenzen hier rüber. Oh. Dann machen wir das nicht. Das sind sowieso wenig Resistenzen. Hm. Keine Ahnung, was noch. Strange haben wir hier drauf. Ja, also so viele Resistenten haben wir jetzt nicht. Ja doch, es reicht völlig aus. Okay. Glück gehabt. I simply can't explain. Farewell. So, aber genügend Mana haben wir wenigstens. This is neither the time nor the place. Wunderbar, Eichen.
Aber jetzt schießt bitte in die richtige Richtung und viele. Ja, die kleinen hier Schildchen. Okay, ich dachte ein Torment Speed, aber es war irgendwas anderes, was so gezischt hat. Gegeistert hat, so dieses Ja, ich hasse sie, sie droppen nicht gut, sie hauen immer die ganze Zeit ab. Ich sie natürlich schon killen. Diese Hassliebe von des nicht balancierten. Naja, eben für mich ist es gar nicht so schlimm, aber es ist natürlich schon bemerkbar. Oh, sehr viele Gegner. Ja, manchmal sind so Kriege in diesem Charakter. Eigentlich sehr gut gemacht, nur deshalb spiele ich jetzt wirklich gar nichts. Und das. Wenn jetzt die wirklich sehr viel aushalten würden oder so, wäre es cool anzusehen. Dass die einfach jetzt gar nicht mal so besiegen müsste, sondern einfach durchlaufen. Aber die halten halt gar nichts aus, sind sofort tot. Vor allem halt die, die auf eurer Seite sind. So, das sehen wir beim Templar Refugium. So. Hier einfach aufpassen mit vielen Tischen und Rednerpulten und so. Das ist nicht irgendwie der Totem gar nicht. Gegner siegen kann oder so. Und dann einfach Schaden bekommt. Ohne dass man so. Da will ich schon Schaden bekommen. Okay. So langsam können wir wirklich viel gelben. Es lohnt sich einfach nur null. Sammeln einfach und dann sammelt man einfach nicht mehr ein. Weil natürlich man schon voll ist. Genau. Das ist richtig cool. Wie smooth der Peter ist. Man hatte immer das Problem, dass man einfach die Totems recht langsam platziert hatte. Und dass der Totem recht lange nicht geschossen hat, aber das schießt eigentlich sofort. Hydrosphäre brauchen wir. Oder ist. Doch, ist Hydrosphäre. Oh, ist ein. Okay, wir haben einen Krieg. Ah, okay, den haben wir nicht gekriegt. Es ist in Tournament Speed nicht irgendwie ankündigt. Also, die haben einfach ab und man hört sie erst dann, wenn sie eigentlich schon lange weg sind. Mann, diese Armut. Das ist schlimm. Einfach viel zu schlimm. Again. Ja. Okay, gut. Den haben wir also auch schon. Animate Vapen ist leider nicht mehr so stark. Vor einer Season hat es ein mega gutes Bild gehabt, der wurde aber genug.
Jetzt gibt es zum Beispiel mit den Wohn-Skills, also die Attacken, Kinetic Blast und so, gibt es jetzt ein Accuracy Stacking Date in Marode Form, Marode Guide Form. Und der ist wohl. Also, das soll Brain Orb Cast, der macht so viel Schaden. Unglaublich. Aber da braucht man sehr spezielle Items. Also müsst ihr zuerst einen anderen Charakter durch den Atlas bringen und dann farmen nach diesen Items, Mods. Ja. Da müsst ihr, glaube ich, einen Kreuzritter influenzen. Influenzte Items kriegen. Die sehr unwahrscheinlich sind, genau das Item zu bekommen, das ihr braucht. Für diesen Mod. Aber genau dafür sind die Bates ja auch. Also erst wirklich dann, wenn ihr alles habt, ist der Bild überhaupt machbar. Macht ihr viel zu wenig Schaden, weil ihr Juggernauts sind. Und der ist ja bekannt für seine Defensive, nicht für seine Offensive. Es hat einen Juggernaut, einen Ramp. Eine Abrissbirne. Cool. Wie das aussieht. Einfach genial ist. So, aber jetzt müssen wir, glaube ich, langsam auch hingehen. So, Glancing Blow. Jetzt haben wir leider. Ich habe nur so ein Magisch-Schild, Geist-Schild. Muss irgendwie etwas mit großer Blockchance noch haben. Keine Ahnung, welches Schild ich da tragen soll. So diese Resistenzschäder, die habe ich alle noch nicht so gut gefunden. Bin ja jetzt kaum weiter schon gekommen. Also zwei Akte weiter ist natürlich der Solvest Guardian. Nein, Necromancer. Der Ding war ja Guardian Obliteration. Und scheinbar diesen Skill Operation ist auch sehr gut Endgame viable. Aber da braucht ihr halt auch wirklich die Items. Habe ich ja gesagt, habe ich ja gezeigt, ich habe das Item. Aber ja, Ding. Phantasmien, die sind halt jetzt nicht gerade so mein Spielstil. Sie tanken halt nicht. Braucht ihr einfach zuerst auch sehr gute Items und Obliteration ist sehr mana-intensiv. Es ging einfach nicht mehr weiter. Also man merkt, es hat einfach immer wieder erst viel später. Der Charakter ist ohne die richtigen Items gar nicht spielbar. Und sind halt so viele Builds in Form auch wirklich so. Kann man leider gar nichts machen, außer. Ja. Zu merken, ja, der Build ist gar nicht für einen, weil man nicht die richtigen Items hat. Es gibt so viel. Also eben am besten ein Build nachmachen. Auch wenn ich kaum Items. Und eben wenn er zu wenig Schaden macht, habe ich ja gesagt, vor zwei Parts auch deutlich. Spielt einfach mit diesem Angriff. Wave of Conviction. Welle der Verurteilung, glaube ich. Ja. Ja, diesem Laser natürlich eher dicht ausweichen und weit ausweichen, sonst müsste ich zu lange laufen. Kann euch der
Strahl einhauen. Und dem anderen, diesem kleinen Kügelchen, die er mit einem Dash schleudert, einfach so weit wie möglich davon weg sein. Ihm auch nicht folgen als Nahkämpfer. Oder als, ja, wenig Distanz, oder der da. Einfach so gut wie möglich die Distanz halten. Okay, jetzt hat er mich überhaupt nicht getroffen, obwohl ich nicht auf Distanz war. Nice. Ja, die Gegner, also die Bosse sind wirklich kurz. Die rettet man wirklich mit diesem Skill. Und es ist wahr, bei Lightning ist wirklich erst ab Maps wirklich stark. Also, man macht einfach zu wenig Schaden ohne hohes Level. Ja, es ist schon. Also, ich bin einfach positiv überrascht gewesen, als ich das auf Level 1 hatte, also bekommen habe. In Akt 3. Wie stark der da schon war. Und das hat sich jetzt so langsam eigentlich komplett aufgehoben. Ist also komplett ein mega starker Spell geworden. So, immer noch sehr trockene Luft. Den Ball die Arme ausziehen. Es ist also ein 1972er Hochhaus. Ohne die geringste Isolation. Ist halt viel zu typisch. Also, dann halt einfach viele. Brauchen so dringend mega heiße Heizung. Das ist natürlich schon sehr schädlich. Das sind also alles ältere Damen, die wirklich wegen jedem kleinen unter 20 Grad eigentlich sofort frieren und schlottern und sich kaum bewegen. Ist klar, da kann ein Leistung einfach nicht reden. Ja, ist ja sowieso immer hot. Ja, ja. Es finden sich sehr viele Dinge, dass ich jetzt wieder vermehrt Let's Plays mache. Scheinbar sind die wirklich langsam ausgestorben. Naja, eben so groß, also ich weiß nicht, aber die Livestreamer, die mehr als zum Beispiel 1000 Zuschauer haben, die schaden eigentlich immer nur den anderen, die weniger haben. Das liegt einfach daran, dass sich halt jeder wie ein Affe fühlt und mit den anderen mitgehen muss. Und deshalb werden die halt irgendwie größer und die anderen werden irgendwie kleiner. Ich glaube, der Ninja, der PUBG doch geleistet hat und so, der leidet sehr darunter, dass er immer wie weniger Zuschauer bekommt. Ja. Der ist eben noch so dritt- oder viertbester Livestream. Und jetzt könnt ihr vorstellen, einen, der einfach wegen der Gesundheit vor allem nicht gerade so viel Livestream kann, wie er leidet. Ja. Das hat die ganze Zeit Sport machen, damit ich mich überhaupt genug fit fühle zum Livestream. Ja, und jetzt habe ich einfach mal ein paar, das ist jetzt nicht die zweite Woche oder so, eine Pause gemacht wegen dem PC, der nicht gerade so gut eingestellt war. Problem mit meinem Mikrofon vom Headset, der Kontakt, und hatte jetzt mit dem neuen Mikrofon auch Probleme. Konnte ich halt einfach nicht so schnell wieder streamen, weil ich halt die Festplatte nicht rüberbringen konnte. Ist leider eingeschweißt. Naja, jetzt ist ja alles besser, jetzt könnte ich alles sofort wechseln. Ja. Das ist halt schon praktisch, wenn man wirklich einen PC kauft, der von Fans gebaut wurde. Oder von einem selber, wenn man halt auch das Talent hat. Aber zum Beispiel der Mikrofonarm, der ist sowas von schlecht designt.
ist unglaublich ja, wackelig. Und die Fäden sind halt viel zu stark. Wie kann man Fäden weniger stark machen? Gar nicht. Also ich kann da leider nicht besser irgendwie den Arm so machen, dass es für mich auch nichts verdeckt. Also er kann nicht seitlich sein, das Mikrofon, das ist jetzt schräg neben meiner linken Mundwinkelspitze. Ja, es kann einfach nicht links sein, wie die meisten Leistungen einfach in der Webcam das Mikrofon haben. Naja. Aber so ist es gut, also ich habe jetzt alles auch gemerkt, wie man jetzt wirklich alles ja, einstellen kann. Also das größte Problem war einfach dieses Noise Gate, das hat das dann immer wieder die Wörter nicht richtig aus, also falsch gefiltert oder weggefiltert. Naja. Habe ich nur halbe Worte gesagt. Gut. Dann schauen wir mal. Ja, mache ich das mit mehr Item-Level. Weiß auch, was weiß nicht besser ist, aber es einfach auch dann zum Umtauschen besser ist. Ich glaube, das haben wir hier oder haben wir das drüben? Das gehen wir mal noch wegmachen. Let me tell your future. Es ist drüben, ne? Ah, und lesen müssen wir auch noch scheinbar. Da ist sie. So. Ja, nein, nicht hier. Ja, hier ist sie. Hallo. So, was haben wir sonst noch? Hausohr brauchen wir nicht. Tom in the Library, die brauchen wir nicht. Rock Exile. Das brauchen wir noch. Stock Creep brauche ich auch. Genau, und das auch. 6 Coins, boah. Ah, das war ein bisschen zu teuer für mich. Aber okay, 7 Coins findet man eigentlich auch relativ gut. Vor allem in den Heists findet man die gut. Ja, und wo ist er? Der Ball. So. Gut, also. Jo. Dann mache ich gerne morgen wieder einen Livestream. Und dann sind wir sicher so Akt 7, 8 oder noch weiter im nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.